Cybersicherheit bei Aufzügen. Wie sie die Sicherheitsanalyse Cyber Security bei ihren Betreiberpflichten unterstützt. Wenn Sie einen Aufzug betreiben, müssen Sie dessen sichere Verwendung gewährleisten. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie dieser Anforderung im Hinblick auf mögliche Cyberbedrohungen nachkommen. Die neue technische Regel für Betriebssicherheit verpflichtet Sie dazu, im Rahmen Ihrer Gefährdungsbeurteilung mögliche Cyberbedrohungen zu identifizieren, erforderliche Schutzmaßnahmen zu treffen und dies in geeigneter Form zu dokumentieren. Denn wird keine anlagenspezifische Dokumentation zur Behandlung von Cyberbedrohungen vorgelegt, muss dies als Mangel in Ihrer Prüfbescheinigung aufgenommen werden. Uns ist bewusst, Cybersicherheit ist kein einfaches Thema. Darum unterstützen wir Sie mit unserem Know-how bei der Erfüllung Ihrer Betreiberpflichten. Als unabhängige Prüforganisation können wir den Baustein Cybersicherheit in der Gefährdungsbeurteilung zwar nicht für Sie erstellen, doch wir können es Ihnen mit unserer Sicherheitsanalyse Cyber Security richtig einfach machen. Wie läuft die Sicherheitsanalyse Cyber Security ab? Unsere Experten analysieren Ihre Anlage in Verbindung mit einer wiederkehrenden Prüfung detailliert auf Cyberbedrohungen. Die Ergebnisse erläutern wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch. Ebenso die Risikofaktoren, die Herangehensweise, diese zu minimieren und wie Sie gegebenenfalls Risikostufen anpassen und individuelle Maßnahmen festlegen. Die fertige Dokumentation erhalten Sie sowohl schriftlich als auch digital über unser elektronisches Prüfbuch NetInform. Auf Basis der Sicherheitsanalyse Cyber Security können Sie nun Ihre Gefährdungsbeurteilung schnell und komfortabel um die Komponente Cybersicherheit erweitern. Unser Angebot überzeugt Sie? Dann kontaktieren Sie uns und erleichtern Sie sich die Arbeit.